Ja. Servus Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge Ridiktet. Und wir haben heute auch zur Abwechslung mal wieder einen Kevin dabei. Hi. Und wie immer der Felix. Und wir haben uns heute überlegt, wir machen eine kleine Stoppie-Challenge und sind schon an der ersten Location. Und zwar, ja, ist hier so eine kleine Straße zwischendrin, die ist nicht befahren. Von daher ist das ganz praktisch. Und da werden wir einfach mal versuchen, ab hier, und wir fahren mit dem Vorderrad den Bordstein runter, Stoppie bis rüber zu ziehen und ja, Hinterrad dann da drüben absetzen. Und wenn man drüben ist, ohne ja, mit dem Hinterrad unten auf die Straße gekommen zu sein, ja, hat man die Challenge geschafft. Wer will anfangen? Ich probier's mal. Ich würde sagen, genau. Unser Neuling hier, der muss mal anfangen. Wir haben uns überlegt, ja, wer es zuerst schafft, bekommt einen Punkt. Und der am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und der Verlierer muss... Der Verlierer muss... Was muss der Verlierer? Ich weiß es nicht. Eine Runde ausgeben. Eine Runde ausgeben, okay. Und was? Bier. Punkt. Ein Apfel vom Supermarkt. Zum Glück habe ich kein Geld dabei. Ein Apfel klauen aus dem Supermarkt. Nein, war Witz. Wir fangen mal an. Okay. Dup. Nee, noch nicht ganz. Das war jetzt natürlich auch ein Nachteil, wenn du anfangen musstest. Hast du ja jetzt mal für uns herausgefunden, wie viel Speed noch drauf. Ja. War schon deutlich mehr Speed, aber immer noch nicht genug, ne? Man muss auch sagen, okay, Felix hat ein bisschen Nachteil mit seinem E-Bike. Aber er wollte so, ne? Ich wollte so. Kann nicht sein. Ja, Mann. Das ist alles. Also, der Mann hat uns das alt aussehen lassen. Das hat man jetzt nicht gesehen, aber der hat schon 50 Versuche vorher gebraucht. Ja, man sieht es ja auch, wie verschwitzt ich schon bin. Ja, man muss dazu sagen, Kevin hat eineinhalb Motor und ist nicht auf dem Bike gesessen und Felix fährt mit dem E-Bike. Ist schon ein bisschen unfair. Okay, wir haben uns jetzt noch mal kurz abgesprochen, wie wir das mit den Punkten machen wollen. Und wir sind jetzt auf die Lösung gekommen, dass wir quasi drei Abstufungen haben. Der erste Platz bekommt immer drei Punkte, der zweite zwei Punkte und der dritte einen Punkt. Und bei mir machen wir das Ganze immer mal 0,5. Das heißt, ich kann immer nur die Hälfte an den Punktzahlen erreichen wie die anderen. Von daher wird es auf jeden Fall eine spannende Sache. Ob das jetzt die beste Lösung war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir es jetzt so. Und das heißt, es geht jetzt noch um zweiten und um dritten Platz. Ja. Und. Oh. Zack. Oh. Nein. Ja. Jetzt bleib drauf. Bleib drauf. Ich geh noch mit. Was? Ich muss einfach von einem hoch. Das gilt nicht. Weiter geht's. Nee, der zählt noch nicht. Erst wenn beide Räder wirklich oben sind auf der Bordsteinkante. Ja. Yes, okay. Yeah. Zweiter Platz. Ja. Stark. Das heißt, Felix liegt vorne. Ja. Ich weiß nicht, wie sinnvoll die Regelung war. Naja, es geht ja hauptsächlich um Spaß, ne? Genau. Arbeit. Geht's hier um den Spaß? Arbeit? Ja. Arbeit. Arbeit? Ja. So, nächste Location, nächste Challenge. Und ja, die hat sich der Felix überlegt. Von daher muss er da auch anfangen. Die ist ein bisschen crazy. Gerade mit dem E-Bike stelle ich es mir nicht so einfach vor. Und zwar haben wir so eine ewig lange Treppe. Und der Felix hat gesagt, wir schaffen das locker, da runter zu stoppen. Unterschiedliche Meinungen, habe ich das Gefühl. Ja, ich bin sehr gespannt. Die sind richtig steil. Von daher kommt man, denke ich, ganz gut ins Stoppie rein. Man sollte vielleicht nicht überkippen. So als kleiner Tipp an euch. Nein. Nee. Ach so. Ist das schon mal geklärt. Und tatsächlich sind die auch ganz schön nass und eventuell ein bisschen rutschig. Aber ich würde sagen, das testet der Felix für uns, oder? Ja. Bin sehr gespannt. Bisschen nervös bist du, oder? Ja, also wenn du da runterfliegst, bist du halt im Arsch. Und wenn wir es nicht ganz runter schaffen, dann machen wir einfach, wer den längsten hat, oder? Wir machen schon mit mehr Versuchen, oder? Den längsten Stoppie, keine Angst. Zum Glück. Läuft. Das ist jetzt der erste. Jo. Okay. Ey, aber nicht
nicht zu schlecht. Was sagt der Nervositätspegel? Gar nichts. Ist ganz locker? Ja, ich meine, im besten Falle 6 Wochen krankgeschrieben. Junge, ist ja klar. Ja, stokt, sage ich mal. Stokt. Stokt. Jetzt ist mein 3. Jetzt ist your 3. Das heißt aber auch für mich wieder nur 1,5 Punkte. Ja. Zurecht. Danke. Dann müssen wir uns vielleicht noch mal was Neues ausdenken mit der Punktvergebung. Du magst nicht mehr, hä? Ich mag nicht mehr. Ja, wollt ihr einfach noch mal ein Try machen und wer den Stoppy länger hält? Von Schein hat gewonnen. Ich fand Sein schon ziemlich impressive. Ja. Oh, das Geländer berührt. Krumm, aber lang. Ja, da ist es natürlich schwierig, da sich zu trauen, über den oder an den Kipppunkt zu gehen. Ja, das ist safe. Willst du? Nee, aber ich muss halt, ne? Ja. War der abgesetzt? Hast du abgesetzt? Ja, nee. Nein, ja, nie. Nee. Das war alles sauber. Nee, ja, ich glaube, ich habe abgesetzt. Ja, würde ich sagen. Unentschieden. Unentschieden? Ist mir wurscht. Ich bin auf einen Versuch machen. Nee. Wir wissen jetzt gerade nicht genau, wer den längeren Stoppie gezogen hat. Deswegen haben wir uns dazu entschieden. Felix bekommt 1 Punkt. Du bekommst auch 1 Punkt. Ja. Dann steht's 3. 3. 2. 1 Punkt, dann hast du mich. Jawohl. Immer wieder schlau gelöst. Jo. Das ist ein Punkt für mich, oder? 3:3:3. Können wir machen. Ich merke schon, die Punkte haben ziemlich viel auszusagen. Ja, wenn es um so viel geht wie ein Apfel. Ne? Wir sind jetzt ein paar Meter weiter gegangen und haben hier so eine kleine Steigung gefunden. Und da wollen wir jetzt mal Stoppy weit fahren. Challenge. Machen. Extrem. Genau, also wir fangen da vorne, da ist so ein kleiner Strich. Da fangen wir an mit dem Stoppy. Und wer den quasi länger hält, hat gewonnen. Dadurch, dass der Felix ein E-Bike hat, war es jetzt schwierig zu sagen, dass wir ab dem Punkt Anlauf nehmen dürfen, weil er einfach Unterstützung hat beim Reintreten. Wenn wir mit Motor ausmachen, ist auch wieder unfair. Deswegen haben wir uns überlegt, können wir ab da oben, wo die Straße ist, einfach runterrollen. Und ab da muss der Stoppy gezogen werden. Und dann müsste es ungefähr gleich sein. Dann haben wir ungefähr den gleichen Speed. Nice. I like it. Okay. Kevin fängt an. Was macht denn der da? Versucht der abzubremsen oder was? Nee. Hat ja keinen Sinn. Und hoch damit. Oh. Okay, Hinterrad ist da gewesen. Schauen wir mal, ob der Felix das toppen kann. Und er ist auch schneller. Definitiv. Oh. Weiter. Hier läuft, das müssen wir nicht kennzeichnen, das ist beim Pfosten hier. Yes, Sir. Gut. Der kleine Hops nach da vorne hat nochmal. Ja, ne? Das war nämlich eigentlich 4. Das ist ja wirklich erbärmlich. Also, Kevin, deine Flasche steht da vorne. So, der Kevin hat sich jetzt auch die Rennfahrertaktik abgeschaut. So kriegt man natürlich mehr Speed. Und hoch damit. Jawohl. Ja, aber definitiv eine Steigerung zu vorher. Okay, Felix, der steigert nochmal die Rennfahrertaktik und geht an die Federgabel. Und jetzt hoch damit. Jo, der ist stark. Na. Ah. Jo, damit muss ich eigentlich gar keinen Versuch mehr machen, oder? Nee. Läuft. Dann steht's jetzt 4,5 zu 5. 4,5 zu 5 zu 3. Ja, stimmt, ich habe noch 4 vorhin das Glockenspiel abgeliefert. Alle 4. Dann hast du sogar 4. Dann bin ich nur einen halben Punkt vor dir. Ja, zu Recht. Dann müssen wir uns unbedingt was Neues einfallen lassen. Willst du mal erklären, wieso wir gerade unsere Klamotten ausziehen? Das sind Sicherheitsmaßnahmen.
falls wir gleich in diesem Gewässer liegen. Genau, dann, so ist es. Dass wir noch irgendwas Trockenes zum Anziehen haben. Wir haben uns die letzte Challenge für heute überlegt. Mit einem guten Grund. Und zwar werden wir eine Stoppie-Challenge machen. Wie im ganzen Video schon. Nur könnte es jemanden hier ins Wasser legen. Und zwar, wir machen, wer sich näher mit dem Stoppie an die Kante hier traut. Wer sich überschätzt, der landet halt im Wasser. Und wenn wir alle ungefähr gleich sind, dann geht es darum, wer den schöneren Stoppie gezogen hat und wer den höheren Stoppie gezogen hat. Ja, ja, okay. Ja. Von daher volles Risiko. In dem Fall nehme ich Louis sein Fahrrad, weil wenn das E-Bike da rein fällt, ist Feierabend. E-Bike machen so, ich mache ihn so, Unfall. Boah, das schon ist rutschig, schon wirklich, ne? Rutschig. Das ist so rutschig. Ich darf mal nicht so schnell fahren. Ach du Scheiße, das ist so risky. Das ist so eine dumme Challenge. Wie sind wir da wieder drauf gekommen? Da hat sich einer schon bereit gemacht. Und? Da, oh. Oh, aber war auch kein richtiger Stoppie, ne? Ja. Muss man schon sagen. Ich will ein bisschen mehr ans Limit gehen. Ich gehe auch für den ersten erstmal lockerer. Schon. Also irgendjemand wird jetzt reinfallen. 100 Pro, ich bin mir so sicher. Ich will noch mehr. Bis an die Kante, Junge, bis an die Kante. Ah, wir wollen einfach nur, dass irgendjemand ins Wasser fällt. Das ist so der Punkt. Oh! Schreibt mal in die Kommentare, wer den schönsten Stoppie bis an die Kante gezogen hat. Aber erst, wenn wir hier die Challenge fertig haben. Geht auch noch näher. Push dich, Junge, push dich. Auf geht's, komm. Ah. Machst du noch einen? Ja, läuft, komm. Push dich, Junge, gib alles. Gib alles, komm! Gas, 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 Gas! Ja! Nochmal, auf! Du bist nicht schneller als der Kevin gewesen. Doch, du brauchst schneller. Glaub mir. Vertrau mir, Bruder. Oh. Junge, dann mach halt jetzt mal, riskier mal was. Ja. Du bist der Profifahrer, nicht wir. Riskier mal was, komm, riskier. Ich geb jetzt, kurz, ich geb jetzt an. Wie viel Grad Außentemperatur haben wir? Vielleicht 4, 5. 5 Grad oder 5 so. 5 Grad, das heißt, es kann auch nicht wärmer sein und der Ford ist die ganze Zeit klein. Ja. Ans Limit, Junge. Ans Limit. Mehr ans Limit. Nein. Ich hab dann einfach nur gesehen, fuck, jetzt was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Einfach nur drauf bleiben. Oh Mann, ich glaube, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Ich hab's den geilsten Stoppi gezogen. Schreibt's in die Kommentare. Wollt ihr auch noch machen? Nee. Okay. Oh, das ist so dumm. Nee, dumme Idee. Okay. Oh, ich hab hier einen Frost. Ich würde sagen, das war's mit der Redicted-Folge. Wenn ihr mehr von so tollen Challenges sehen wollt, schreibt's in die Kommentare. Schreibt auch in die Kommentare, wer den schönsten Stoppi gezogen hat, wer den längsten, wer den höchsten Stoppi gemacht hat. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder.